Luke, Joey, 100 Kilometer. Ihr habt von der Idee der Challenge gehört und habt ja beide viel Erfahrung mit Challenges. Was ist das Herausforderndste an dieser Challenge? 100 Kilometer sind 100 Kilometer, ganz einfach. Und dann noch 100 Kilometer Straightline. Das heißt, das sind im Endeffekt, im Nachhinein kannst du mindestens, würde ich vorschlagen, 30% draufsetzen. Anstatt 20 hast du doch 30 Kilometer, dann hast du Aufgaben, dann hast du halt Wind und Wetter, dann hast du halt quasi komplettes Outdoor. Das ist hart. Für mich die größte Challenge wird nicht die Strecke sein, sondern die Challenges. Ich bin gespannt, was es für Challenges geben wird, ob es körperlich sehr anstrengend sein wird. Ausdauertechnisch bin ich da gut aufgestellt, aber wenn es so in den Kraftbereich geht, dann ist bei mir ganz, ganz schnell vorbei. Was glaubt ihr, was die bessere Taktik ist? Du hast schon gesagt, man kann theoretisch Straightline gehen, dann muss man durchs Gestrüpp. Oder man kann auch einfach sagen, ich nehme jetzt die nächste Straße, die ungefähr in meine Richtung führt, habe dann ein paar Kilometer mehr. Was macht man da taktisch besser? Ja, ich glaube, das kommt so auf den Typ an. Otto und Kuni, deren Teams sind, glaube ich, sehr, sehr stark, was Straightline angeht, weil sie damit ganz viel Erfahrung gemacht haben. Aber so wie jemand wie zum Beispiel ich oder du würden eher Straßen nehmen, die ausweichen, um dann die Strecke doch irgendwie schneller zu machen, aber haben dann am Ende wahrscheinlich mehr Strecke. Das hängt davon ab, was vor einem steht. Es ist jeden Tag halt individuell, muss man selber entscheiden und überlegen. Ich würde tendieren, eher, sag ich mal, nicht Straightline zu machen, weil das kann einfach nicht funktionieren. Wir sind vielleicht sogar in einem sehr besiegelten, sag ich mal, Gebiet, wo nicht nur Wald ist, sondern auch Autobahnstraße und Co. Deswegen, ich glaube, der Umweg ist besser. Jetzt hast du gerade schon Kuni, Sebo angesprochen. Ihr habt ganz verschiedene Teams nominiert. Es gibt Leute, die einen Outdoor-Hintergrund mehr haben, bis andere weniger, sind weniger aufgefallen. Lass uns doch mal anfangen mit Sebo und Otto. Das ist natürlich ein Expertenteam. Wie schätzt ihr die beiden ein? Stark natürlich. Ich meine, Otto ist ja 7-World-Gewinner und Soldat und alles. Also das heißt, wir reden über den wahrscheinlich besten Team, das es gibt halt für sowas. Die sind klar für meinerseits Favoriten. Natürlich, wenn die Bock haben mitzumachen. Aber die anderen Teams sollte man nicht unterschätzen. Es gibt immer Überraschungsteams. Wir haben es jetzt bei den ganzen, sag ich mal, unterschiedlichen Challenges oder 7 vs. Wild gesehen, was da auf einmal für Leute über sich hinauswachsen. Also man sagt einfach, den traue ich das niemand zu und dann rockt er das Ding ohne Ende. Oder auch hier die starke Mädels. Es ist spannend, es bleibt spannend. Glaubst du, dass Kuni und Tom mit ihrer Kommandoerfahrung vielleicht einen kühleren Kopf bewahren können als andere Teams? Ich glaube, das Wichtigste ist, dass das Team harmoniert. Wenn ein Team nicht harmoniert, dann ist gerade in extremen Situationen sehr, sehr schwierig. Wenn zwei Partner aufeinander abgestimmt sind und sich kennen, wie zum Beispiel Tom und Kuni, wissen die einfach, wie man als Team am besten Entscheidungen zu treffen hat. Ich glaube vielmehr, dass es auf die Chemie zwischen den Teams ankommen wird, zum Beispiel auch so Naturensöhne. Sind meiner Meinung nach da sehr stark aufgestellt, weil die sich von innen heraus kennen. Und das ist, glaube ich, den größten Vorteil, den die haben. Jetzt haben wir auch ein Frauenteam, du hast es angesprochen. Ist es für die schwieriger oder gibt es vielleicht auch Dinge, die die mitbringen, die sie besser können, gerade als Frauen, als wir Männer? Die Frauen sind allgemein, sag ich mal, im Challenges und Ultrasport erstens brutal ehrgeizig, die können sich quälen ohne Ende. Deswegen für mich sind Frauenteams, wenn die sich gut harmonieren, stehen die auch ganz, ganz oben. Die Bewertung, die wir gemacht haben damals für die dritte Staffel 7 vs. Wild, haben wir auch Affe auf Bike und ihre Partnerin sogar an der ersten Stelle, ich glaube, gestellt. Ja. Ich hätte zum Beispiel nicht damit gerechnet, dass Affe auf Bike die 14 Tage bei 7 vs. Wild übersteht. Und sie hat trotzdem bewiesen, dass sie es geschafft hat. Deswegen sind die Mädels meiner Meinung nach unter der Voraussetzung, dass sie harmonieren, auf Platz 1 oder auf Platz 2. Auch so ein kleines Überraschungsteam, Ronny Berger. Das ist deine Idee. Woher rührt das? Warum hättest du die gerne dabei? Ich habe Ronny vor circa 2-3 Monaten das erste Mal auf YouTube gesehen, wo er 5 Tage am Stück obdachlos war. Sich nur von Spendern ernährt hatte. Und das fand ich sehr
ansprechend und er hat da auch verschiedene sportliche Challenges gemacht. Habe mit ihm vor kurzem so ein bisschen gesprochen auf einem Event und da hat er mir gesagt, dass er sportlich auch so jetzt Ambition hat, dieses Jahr was zu machen. Und dann dachte ich, okay, dann überrasche ich dich jetzt. Ronny würde mich freuen, wenn du ein Teil der Challenge sein solltest, dann lernen wir uns da weiterhin kennen. Und dann haben wir als letztes noch das Wildcard-Team. Da lassen wir uns ja jetzt überraschen, was da alles so kommt. Was wären das für Leute, die da jetzt noch zukommen? Also ich glaube, da werden einige, sag ich mal, von meinen Baustellen kommen wollen. Ich sage einfach nur Triathleten, Marathonläufern, Ultramarathonläufern. Das sind alles, sag ich mal, meine Generation älter, aber das sind alles harte Hunds. Aber die müssen wir nicht nehmen. Also wir können auch genauso geile, sag ich mal, Junge, die quasi es wissen wollen. Deswegen, wir werden genügend haben, die sich anmelden. Und wir hoffen, dass ihr diejenigen seid, die dabei seid. Und wir können euch eins versprechen. Das Ganze wird respektvoll gemacht, geil gemacht. Es ist kein Trash, es ist Leistung. Und jeder, der ins Ziel ankommt, ist auch Gewinner. Letzter oder Erster. Jeder ist Gewinner. Das Ding ist kein Scheißfernsehen, sondern halt es ist Fernsehen mit Niveau. Weißt du, welches Team mich gewundert hat? Welchen? Stefan Raab und Rainer Kallmund. Rocken das Ding. Ich sag dir eins, zieht euch mal warm an. Was glaubt ihr, wenn die vorbeikommen, ne, dann machen wir halt noch andere Challenges oben drauf. Wir fahren mit dem Wok den Berg runter, dann steigen wir auf den Stockcar, dann wird Autoball, dann springen wir von der Kölner Brücke, Turmspringen runter, volles Programm. Und dann wird noch viel gekocht mit Curry, ja? Sorry. Ja, also ich glaube, die sind sicher, die beiden, die werden auf jeden Fall kommen. Also das sehe ich 100%. Keine Wahl. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr beide dabei seid, das wird mega cool und wir sehen uns dann wieder, wenn wir uns die Wildcard-Videos angucken. Bis dahin abonniert den YouTube-Kanal, folgt uns auf Instagram, um nichts zu verpassen und die 100 Kilometer kommen.